Holy moly, es ist soweit, die allererste Flashback SBC ist draußen. Plus wir haben auf dem RTG-Account noch ein gratis 50k-Set. Let's go! Das Video wird von OneFootball unterstützt. Link in der Videobeschreibung, check es ab. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Die nächste SBC ist rausgekommen, ist kein geringerer als Flashback-Witze vom BVB. Was mich persönlich natürlich viel, viel mehr freut als irgendein anderer Verein, denn Witze sieht richtig gut aus. Aber bevor wir reingehen, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn du dem Video einfach einen Daumen nach oben gibst, wenn du Bock auf die SBC hast, wenn du sagst, ha, die ist ein bisschen zu teuer oder eure Meinungen, schreib sie unten rein und natürlich kannst du kostenlos abonnieren. Ich würde mich persönlich einfach riesig, riesig freuen. Uns fehlen noch 75 Leute bis zu 234.500. Jungs, Gas geben ist angesagt. Kuss geht raus. Ein was müssen wir ändern. Zack, wir sind beim BVB jetzt angelangt. Axel Witzel ist ja draußen. Wir wollen natürlich kurz reingehen und starten mit der SBC. Und ein was ist neu. Und zwar, dass die Flashback-SBCs ein Stück weit anders sind. Vielleicht haben es viele noch nicht mitbekommen, aber die Flashback-SBCs sind jetzt ganz bestimmte, auf ganz bestimmte Momente angepasst, wie zum Beispiel die Prime Icon Moments. Das bedeutet, ihr werdet es gleich sehen, aber hier steht, hole dir Rückblick. Axel Witzel und feiere die Anfangsphase seiner Karriere als offensiver Mittelfeldspieler. Jetzt wissen wir ja, eigentlich ist ja Witzel defensiver Mittelfeldspieler und seine Karte hat ja eigentlich gute Defensivstats. Ist nicht die schnellste, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Karte jetzt hier ist, also die Flashback Moments sozusagen, war er offensiver. Das bedeutet, relativ simpel, und wir gucken uns die Karte natürlich gleichzeitig an, Axel Witzel hat einen Downgrade bekommen, natürlich bei Defensive und bei Physis, ist aber gerade vom Tempo her und von den Offensivwerten extrem nach oben gegangen, was ich persönlich echt cool finde. Und wir wollen uns natürlich auch gleichzeitig die Stats erstmal angucken. Wir haben 82 Tempo, 83 Schießen, 86 Passende, sowie Dribbling, 76er Physis, 74er Def, 4 Sterne Spezialbewegungen, 4 Sterne schwacher Fuß, Mittelarbeitsraten 1,86 ist er groß. Kostenpunkt auf der PS4 135k, auf der Xbox 157k und auf dem PC 155.000 Münzen. Man muss natürlich eins sagen, auch wenn ich die Fanbrille vom BVB aufhabe, wenn man den vergleichen zum Beispiel mit einem Zakaria oder anderen Spielern, die vielleicht 30, 40k kosten oder ein Lorente, dann ist der nicht viel besser und da ist der Preis natürlich auch nicht gerechtfertigt. Ich finde allerdings das Design ultra, ultra sick und deswegen will ich ihn auch abschließen. Als BVB-Spieler, Jungs, da müssen wir ran an den Spaß. Wir wollen uns ganz kurz den Vergleich noch angucken mit seiner normalen Karte, denn wir haben insgesamt, wenn ihr mal durchguckt, 19 Pace weniger auf der 84er Karte, 10 Schießen weniger, 5 Passen weniger, 6 Dribbling weniger, aber weil er da Offensivspieler war, haben wir auch 8 Defensive mehr bei der 84er Karte sowie 6 Physis mehr auf der 84er Karte. Aber trotzdem, alledem sieht die Karte richtig gut aus. Guckt es euch an, ich sehe hier keinen Wert unter 70. Dazu haben wir Führungsstärke und Zuverlässigkeit noch mit am Start. Die SBC ist schon nice. Was ihr dafür machen müsst, sind 3 SBCs abschließen. BVB, Bundesliga und Topform. Und da gehen wir direkt mal rein. Die erste SBC, die wir hier haben, die kostet euch insgesamt, glaube ich, knapp 35.000 Münzen. Wie gesagt, alles zusammen 135k. Genau, 35k, die erste, die zweite 34k und die dritte 68.000 Münzen. Buffon haben wir als Erstbesitzer, Goodin 7k, Bonucci 3,8 für Witzel, Strokosha Erstbesitzer, Lukas Leber 5,4, Arthur 4,9, Guerrero 3,4, 2,1 für Ceko, Erstbesitzer Perisic, genauso wie Ibra. Geht man natürlich ab, dafür kriegt man ein Goldspieler-Pack. Also auch hier, die Packs, die wir hier für diese SBC bekommen, sind nicht wirklich überragend. Muss man einfach zugestehen. Und dann machen wir direkt weiter mit der zweiten SBC. Hier bauen wir einen Bundesligaspieler mit einem 84er Rating und 65 Chemie. Hier haben wir einmal Trapp gekauft für 1,9, Mondonda 1,8, 6,2 für Skriniar, 2,1 für Boateng, Erstbesitzer Halstenberg. Da haben wir dann Gueye noch für 3,9, Tovar Erstbesitzer, 1,5 für Danilo Pereira, 9.900 für Verratti, 1,6 für Tadic und 6.300 für Icardi. Die geben wir natürlich auch ab, auch dafür einen Premium Elektrum Spielerpack. Ja. Okay, nehmen wir erstmal mit, was soll's. Ja, und dann kommen wir zur letzten SBC und zwar Topform. Da müssen wir noch 2 Spieler kaufen und da brauchen wir hier nämlich ein Team of the Week Spieler. 85er Rating, 50 Chemie und da holen wir uns gleich noch die 2 Spieler hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Spieler wurden gekauft, das sind nämlich nochmal Icardi und Gueye auf ganz entspannt, keine Ahnung, warum das so leuchtet, aber ist okay. Ja, was haben wir bezahlt? Gulaschi 6,8, 2,8 für Trippier, 10,5 für Müller, 10,75 für Hummels, 3,4 Gueye,
Pjanic 6-8, wir haben Joaquin für 11, 7-5 geholt, 6-7 für Koke, Parejo 6-7, 6-4 für Icardi, Asenio für 800. Auch hier, Jungs, wenn ihr Tradable Packs habt, beziehungsweise wenn ihr Rewards habt, könnt ihr auch da Untrades nehmen. Da könnt ihr Witze günstiger abschließen, ihr könnt natürlich dann auch Ansu Fati günstiger abschließen. Ihr wartet einfach ab oder ihr sagt einfach, ich warte einfach ab, bis die SBC ein Stück weit zurückliegt. Keiner sich mehr so viel für die interessiert, weil die SBC, ja, läuft ja 9 Tage. So, geben wir ab, Premium-gewichtetes Spielerset haben wir auch noch mit am Start, die Packs werden wir auf jeden Fall ziehen und danach gehen wir direkt rüber auf die RTG, denn da sind wir ganz entspannt mit am Start und zwar, ja, mit, nicht zu vergessen, einem kostenlosen 50k-Pack. Das zeige ich euch gleich noch, aber wir wollen uns natürlich erstmal den Workout angucken. Ich hoffe, dass er kommt. Er kommt auch. Ich finde dieses Design so unfassbar nice. Also jetzt mal Real Talk. Es sieht halt einfach so knackig aus und da kommt er rein als Opa im Trikot, das, ja, reden wir nicht weiter drüber. Ich habe gerade Lewandowski-Review aufgenommen und deswegen hat er ein Bayern-Trikot an. Das geht natürlich besser. Huch, völlig egal. Ja, was soll's, wir machen weiter. Ah, das ist ja ein bisschen schwierig. Ich hoffe, niemand nimmt mir das übel, Jungs. Ja, aber das Review ging gerade einfach vor. Den Lewandowski haben wir übrigens auch mit 20k Gewinn sogar verkauft auf dem Pay-to-Win-Account. So, gehen wir ganz kurz rein in den Shop. Wir können nicht alle ziehen, denn Ulbe will natürlich die selber ziehen. Aber wir haben den Goldspieler-Pack bekommen, das werden wir ziehen. Und da gucken wir erstmal rein, was wir da drin haben werden. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen dann doch nochmal einen Walkout irgendwann. Aber das sieht nicht unbedingt danach aus. Einseitigen Spieler haben wir ja drin, durchgehen wir nicht. Und es wird werden der gute alte Mariano mit einem 77er Rating. Hype in den Chat. Wahnsinnskarte, Kappa. So, auf geht's, wir machen weiter. Premium gemischtes Spielerset, Pack Nummer 2 von 3. Danach geht's ins Prime Electrum. Mal schauen, was wir hier zielen werden. Aber auch hier werden wir keinen Durchläufer haben, keinen Walkout haben, sondern als beste Karte ZM. Und zwar De Paul mit einem 77er Rating. Auch das, ja, geht definitiv besser. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Packsucht wird auf jeden Fall damit ein Stück weit gestillt. Und ja, ein paar Spieler haben wir auch noch mit am Start. So, also letztes Pack, zumindest auf dem Pay-to-Win-Account. Wir haben hier das Prime oder Premium-Elektrum-Spieler-Set, genau. Davon haben wir eins. Ich weiß nicht, welches tradable und welches untradable ist. Wir nehmen einfach das in der goldenen Mitte und hoffen einfach mal. Rein geht's, ich starte rein. Vielleicht doch nochmal mit einem Happy End auf dem Pay-to-Win-Account. Leider Gottes nicht. Und wir gehen auch nicht durch, sondern ziehen hier den guten alten 82 gerateten Korea. Ja. Hype in den Chat, ja, geht besser, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sehen uns eigentlich auf jeden Fall wieder und da ziehen wir noch einen 50er. So, wir sind angekommen auf dem RTG-Account und ihr seht schon, wir haben den Meilenstein abgeschlossen. Und zwar haben wir 50 Squad-Battle-Siege auf mindestens der Schwierigkeit Profi gewonnen. Das bedeutet, wir bekommen hier ein 50k-Set. Let's go, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden. Da kann natürlich sehr viel Gutes drin sein, natürlich aber auch sehr viel Schlechtes. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich muss euch eins sagen, es läuft zurzeit unfassbar gut auf der RTG, was auch Traden angeht. Wenn wir mal gucken, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon erreicht habe. Vielleicht seid ihr jetzt live mit dabei, weil ich habe es selber noch nicht wirklich gesehen. Wir haben einen Transfererlös erreicht von... Let's go! Wir haben die 3 Millionen geknackt. 3 Millionen und 30.000 Coins. Sehr, sehr nice. Let's go! So, fühlt man sich schon mal besser. Road to 4 Millionen steht natürlich an. Davor habe ich aber noch 3 Packs für euch. Einmal ein Silberpack, ein Goldspielerpack und natürlich das 50k-Set, Jungs. Hype ist da. Oh, ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt und gespannt, ob wir vielleicht dann doch unseren ersten Walkout daraus mal ziehen könnten. Ich würde mich persönlich halt echt freuen, weil wir einfach gefühlt sonst nie was gezogen haben bis jetzt in der RTG. Also nie, brauchen wir nicht wirklich sagen. Ich meine, Thiago Carlos war ein super Pull gerade aus den Squad Battle Rewards. Aber trotz alledem, den Walkout, der so 200-300k wert ist, wird er uns natürlich auch definitiv schmecken. So brauchen wir, ja, müssen wir hoffen, dass es vielleicht früher oder später mal was wird. Schulz, nehmen wir gerne mit. Schönes, schöner Spieler, der, glaube ich, auch noch ein bisschen was wert ist. Aber leider Gottes, ich glaube, das Pack untradable. Ja, aber Nico Martinez, sehr gute SBC-Karte. Genauso wie Marcelo, Goiano und Fasnacht. Ich weiß nicht, haben wir die schon? Den haben wir. Ja, okay, nee, den können wir sogar nochmal hoch auf die Transferliste packen. Das passt. Und damit gehen wir rein ins 50er. Wir starten rein. Gratis Ding. Wir haben nichts gemacht dafür, außer ein paar Squad-Battles zu spielen. 3, 2, 1. Let's go. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir den ersten Walkout des Tages, des Accounts überhaupt sehen. Ja, wir gehen nicht mal durch, Chat. Wir gehen nicht mal durch im 50er. Come on, Rakitic, bester Mann.
meine Packlack ist dieses Jahr wieder auf dem Account so lost, Jungs. Es ist wieder so lost. Das ist zum Heulen. Guckt euch dieses Dreckspack an. Da ist ja nicht mal einer dabei, den man spielen kann. Das sind einfach nur, die kannst halt direkt in irgendein Upgrade-Set hauen, die 12 Spieler. Oh mein Gott, wir reden nicht weiter drüber. Ich bin auf jeden Fall raus. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Checkt den Zweitkanal aus. Ersteindruck. Damit sind wir raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.